Hallo und herzlich willkommen zum allerneuesten Video. Heute sind wir bei der Deutschen Meisterschaft zum Downhillfahren in Willingen und wir starten mit dem Trackwalk. Nach Winterberg haben wir hier in Willingen nun viel mehr Hardpack-Flächen. Die Strecke wird sich dementsprechend weniger verändern und es wird eine größere Konsistenz geben. Direkt zu Anfang war ich sehr erleichtert, denn es gab ein paar Leute, die im Fahrerlager herum erzählt haben, dass die Strecke so abgesteckt ist, dass man gleich am Start nochmal neu antreten müsste, weil es eine Schikane gäbe. Dem war nicht so. Man hat eigentlich uns relativ viel Spielraum gelassen. Der Anfang ist ziemlich schnell abgesteckt. Hier ist übrigens der Absprung für den potenziellen Triple, den man machen könnte. Ich glaube, es ist ungefähr so 20-30 cm breit, ist also recht schmal, muss man ein bisschen aufpassen mit den Pedalen. Willingen ist auf jeden Fall einer meiner liebsten Strecken, ich weiß auch nicht wirklich warum. Es ist nicht gerade die schwerste Strecke des IXS Cup, aber ich mag den Speed, den sie hat. Man ist direkt auf Reisegeschwindigkeit und ja, es ist mal eine Abwechslung, weil die meisten Strecken gefühlt doch manchmal sehr langsam sind. Und gerade nach Winterberg, wo man viel Technik hatte und eine eher langsamere Strecke an manchen Stellen, ist es doch mal wieder eine gelungene Abwechslung. Dieses Jahr sind wir links am Steinfeld vorbeigefahren. Ja, ein potenzieller Double hier, haben nicht viele gemacht, ist aber möglich gewesen. Ja, hier die erste große Line-Choice. Man konnte halt entweder links über die Steine fahren, ganz rechts oder in der Mitte durch. Das waren so im Wesentlichen die Optionen. Alle drei Optionen hatten aber noch recht viele Variablen. Man konnte immer so ein bisschen, ja, sich so selber das rauspicken, was man wollte. Ich werde es dann später im Video noch ein bisschen mehr erläutern. Das ist so einer meiner liebsten Stellen auf der Strecke. Ich weiß nicht warum. Ich mag dieses Single-Tray-Feeling, was hier so ein bisschen aufkommt. Ist aber immer wieder saurutschig hier. Viel Line-Choice gab es nicht, bis jetzt ist die Strecke auch relativ ähnlich zum letzten Jahr. Ja, hab ein bisschen Nachsehen, ich weiß, ich habe die Kamera beim Trackwalk saumäßig schief und wackelig gehalten. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, beim nächsten Mal habe ich ein Stativ dabei und hoffe, es wird besser. Erste Abfahrten hier am Freitag mit massivem Wind. Ist in Willingen leider öfter der Fall. Man hat zwar sehr schöne Sprünge am Anfang, viel Speed, aber auch immer wieder Wind. Kommen wir hier zur einzigen großen Line-Choice der Strecke. Man konnte hier durch die Mitte fahren, den ersten quasi so ein bisschen wegdrücken und die zweite Welle nehmen, um dann über diese Rinne zu springen. Ich habe es jetzt hier ein bisschen schlecht vorgemacht. Ansonsten konnte man natürlich noch die absolute Mainline nehmen, weit rechts reinfahren und dann im Off-Camer, da ist eine kleine Stelle, da kann man rauffahren. Das habe ich am Ende auch gemacht. Fand ich ziemlich konsistent und auch schnell. Die dritte Variante wäre dann quasi ganz links rüber zu fahren, über diesen Lupfer. Nachteil ist, dass man am Ende relativ spitz um diesen Stein fährt, beziehungsweise auf diesen Stein zufährt. Also man verliert dort auch sehr viel Speed und er kann auch potenziell wegrutschen. Im Wesentlichen waren alle Kombinationen miteinander kombinierbar, was zu sehr, ja, sagen wir mal, interessanten Kombinationen im Training geführt hat. Jawohl! Ich glaube aber nicht, dass es ein Vorteil gewesen ist, von diesen drei Kombinationen untereinander abzuweichen. Wenn man eine davon nimmt, ist man im Wesentlichen schon gut dabei. Ja, man kann vielleicht am Ende im Exit über den Stein ein bisschen noch variieren. Im Training habe ich allerdings nicht gesehen, wie jemand erfolgreich die drei Lines miteinander vermischt hat und dort schnell durchgefahren ist. Hier kommst du nicht rüber. Ich dachte, man könnte springen, weißt du? Ja, vergiss es. Aber das da kommt nicht raus. Nein, vergiss es.
hier im unteren Teil sind viele über die Baumstümpfe gefahren. Ich fand, das hat das Bike immer so ein bisschen aus der Balance gebracht und ich bin einfach knapp links an den Baumstümpfen vorbeigefahren. Konnte im Wesentlichen die Linkskurve danach genauso gut nehmen, aber hatte den Vorteil, dass ich ein bisschen früher bremsen konnte und präziser in die Kurve reinfahren konnte. Yes. Hier kann man noch einmal wunderschön sehen, dass sich die Lines zeitlich nicht besonders stark voneinander unterschieden haben. Hier eine sehr kreative Line übers Road Gap. Vorteil ist, dass man die Rechtskurve nicht so spitz nehmen muss, die teilweise sehr rutschig war. Ey, ist geil! Ja, und nach dieser Abfahrt ist mir mein Dämpfer kaputt gegangen. Die Buchse ist über den Ring gerutscht, das ist die Kurzfassung. Ich bin sehr gespannt, was Fox dazu sagt. Ich hoffe, es dauert nicht so lange wie letztes Mal. Letztes Mal habe ich, glaube ich, fast 2 Monate auf eine Antwort gewartet. Neuer Dämpfer, neues Glück. Ich konnte tatsächlich noch einen auftreiben. Mein Vater war so freundlich, mir den vorbeizubringen. Das hier ist jetzt die letzte Abfahrt vor meinem Race Run. Ich habe im Seeding nur ausgelöst, habe keinen richtigen Seeding Run gemacht. Wie gesagt, der Dämpfer war flöten gegangen. Ich konnte deswegen den Seeding Run nicht beenden. Diese Sprung-Kurven-Kombination, die hat so unfassbar viel Spaß gemacht. War meine absolute Lieblingskurve auf dem ganzen Track. Kleiner Fehler hier, bin relativ spät aus der Schikane erst rechts rüber gefahren. Hier habe ich mich ein wenig verbremst. Vor dem Teletubbieland hatte ich echt Respekt, das hat mich letztes Jahr ausgenockt. Dieses Jahr bin ich da sehr safe drüber gefahren. Definitiv ein bisschen zu vorsichtig, da wäre mehr gegangen. In der letzten Kurve hier hatte ich so einen kleinen Brub-Moment, habe all meinen Speed verloren und musste nochmal neu antreten. Das hat mich definitiv ein paar Sekunden gekostet und hat mich wirklich geärgert. Insgesamt war das Rennen wirklich top organisiert. Wir hatten einen Haufen Marshals, wir hatten viele blinde Ecken, wo ich erst ein bisschen Bedenken hatte, aber dadurch, dass wir so viele Marshals hatten, war das alles kein Problem und ich freue mich auf jeden Fall auf nächstes Jahr. Vielen Dank für die Organisation und an alle freiwilligen Helfer. Falls ihr noch nach neuen Abenteuern sucht, schaut doch mal bei Bikepackfinder Spread vorbei.